Ivan, ganz besonders großer Erfolg. Ist er besonders groß, weil die Tour bisher nicht so toll gelaufen ist wie in den letzten zwei Jahren? War schon so ein bisschen Druck da? Nein, da war kein Druck. Ich habe das ziemlich viel erklärt. Wichtig, dass man weiß, weil letztes Jahr war ein Tour de France, wo wir viel gewonnen haben, aber da haben wir richtig fokussiert auf flache Sprints. Dieses Jahr sind weniger flache Sprints, so wenige Chancen werden dafür gewesen und leider ist Marcel Kittel nicht hier, weil am Anfang an wir geglaubt haben, dass sein Niveau noch nicht gut genügend war, wie er die zweite Teil der Saison wohl sein soll. Dann muss man natürlich mit die Fahrer, die wir haben und das Profil, was ist die bestmögliche Mannschaft nach dem Tour de France schicken. Und das haben wir gemacht. Und wo wir letztes Jahr nur auf den Etappen fokussiert haben, aber einer der beste Sprinter in der Welt hatten, haben wir jetzt fast in jede Etappe haben wir die Finale gefarbt. Haben wir hier die Finale gefahren, haben wir viele zweite, dritte, vierte Plätze rausgefahren. Nachdem haben wir auch nog veel pech gehad, weil erstens Marcel niet naar de Tour, zweitens Tom Dumoulin war unterwegs nach Gelbe Trikot gestürzt. Dann in Etappe naar Le Havre, wo wir alle fertig waren für John. Und Warren Barguil in das Rad von Stieber war er unter Tony Martin gefallen. Ja, und dann Warren Barguil nog zelfs hard gefallen und fast aus de Tour. So viel pech gehad. Und das Punkt ist, wir haben eigentlich nie danach geschaut. Wir haben immer vorne weiter geschaut, wie können wir neue Chancen kreieren. Das Punkt für Radsport ist, es ist nicht so, mein Name und ich gewinne. Man muss eine höhere Leistung bringen, um die Chance zu bekommen, um zu gewinnen. Und was ich da auch gesagt habe, ist, wir haben eigentlich die beste Mannschaft in der Tour, weil wir haben fast jede Etappe haben wir die Finale gefahren, haben wir gut gefahren. So, ich kann nur ins Prozess nur zufrieden sein. Natürlich wollen wir gewinnen, aber wenn wir den zweitbesten Sprint fahren und da ist einer besser, das muss man im Sport dann auch akzeptieren. Wichtigste für mich ist, dass wir die Chancen auf so viele wie mögliche Etappen kreieren. Und dann weiß man, der einen Tag ist das Glück oder sind die richtigen Beine da. Ja, und jetzt war eigentlich ein bisschen überraschend, aber jetzt ist es da. Ich glaube eigentlich, dass das die Begründung ist für wenn man das objektiv anschaut, für eine gute Tour, weil wir mit einem höheres Niveau gefahren haben. Ist es ein ganz besonderes Gefühl, mal eine Bergankunft zu gewinnen? Ist das anders als ein Sprintsieg fürs Team, vom Gefühl her einfach? Ja, es war viel dasselbe, aber auch viel anders, weil in die flache Sprints haben wir immer gewusst, wir sind einer von den Besten mit dem Sprintzug und mit Marcel Kittel, der Sprinter. Dann weiß man, dass man eine höhere Chance hat. Hier müssen wir taktisch anders fahren, müssen wir die Chance selbst kreieren. Und eines war weniger erwartet. Wir haben viel angefangen, auch Simon viel angefangen, da muss man mal Glück haben. Und zweitens, ja, er hat ein langes Solo gefahren. So, man fährt hinten einen Fahrer, der full Gas muss gehen, der immer weiß, ist es zu früh, ist es nicht zu früh, aber der den Ball gemacht hat, der bereit ist, alles zu verlieren den Tag, um den Chance zu haben zu gewinnen. Ja, und bei jedem Kilometer ist er mehr en mehr müde geworden, aber ist die Chance auch größer en größer geworden, dass er gewann. Und um da hinten zu fahren, das war unglaublich toll. Das gibt einen richtigen Boost an Energie für die ganze Mannschaft. Was bedeutet das, dass es ausgerechnet Simon ist, der ja für Marcel den Platz eingenommen hat, soweit ich weiß, im Tourkader, und der auch jetzt 6 Jahre Profi ist und immer tolle Rennen gefahren hat, aber heute zum ersten Mal so einen richtig großen Sieg gefeiert hat? Ja, wir sind so unglaublich stolz auf ihn. Ich meine, Simon ist Keep Challenging, ist Team Giant Alpecin. Simon ist in das DNA van de Mannschaft. Der ist ein Vorbildprofi, womit wir zusammenarbeiten auf alle Flächen. Ob es Nutrition ist, über Training ist, über Teamarbeit ist, ob es Aerodynamica ist. Der ist richtig in die Mitte des DNA van onze Mannschaft. Als junge haben wir ihn gescout und er ist in unserer Mannschaft gewachsen. Vielleicht nicht wie Marcel Kittel so schnell, maar das ist Ausnahme. Aber er ist ein richtig guter Fahrer und hat sich richtig in die Toplage reingefahren und arbeitet viel für die Mannschaft, arbeitet viel auch für die Rennen von John. Ja, und dass er heute die Bekrönung auch für seine Karriere rausfährt, ja, das ist keine Idee, wie stolz wir alle sein. Okay. Ist das eine Bestätigung für euch, dass er es jetzt eben die Etappe gewinnt, auf die ihr gewartet habt, weil er eben der Ersatz für Marcel war? Ja, er war nicht die Ersatz. Ich meine, das ist gut zu wissen, wie das geht. Radsport ist ein Teamsport. Das ist nicht eine Kollektion von Namen. Was wir gemacht haben, wir haben geschaut nach den Tour. Dieses Jahr war die Tour ein bisschen anders als letztes Jahr, weil da waren weniger flache
sprint aankomst. Zo weinig chance voor een sprinter wie Marcel. En leider waren niet goed genoeg, want we hadden gerne natuurlijk daarvoor gevaren. Dan moest man schauen, oké, okay, met deze profiel en deze varen die we hebben, wat is die best mogelijke mannschaft? Waar liggen onze chancen? Nou, chancen liggen dort met John Degenkop, een zwierige sprint. Maar dan braucht hij varen die hem sterker maken kunnen, die hem daarin brengen kunnen. En dan is Simon een wichtige player om die chance van John te vergroten. Zo daarom had hij, dat is veel goed gemaakt. In Le Havre had hij het goed gemaakt. In Muur de Bretagne, in Rodez had hij tol gevaren. Wie eerder die laatste kilometer gevaren had. En man wijst ook dat hij in Hambier gedacht, die middeletappen, dat hij daar immer vorne varen kon. En zelfs ook maar een taak hervorragend zijn kon. Hij was laatste vuur en roertaak zo'n vierde. Zo eer was tol. En dat hij juist in het Hooggebirge daar een etappe gewint, is fabel. Maar zo is het niet dat er een directe ersatz van Marcel is. Gelijk wie John ook niet een directe ersatz is. Maar wij moesten voor het profiel die richtige groepen samenstellen. En ja, dan schauen we naar die varen die we hebben. Okay. Wie feiert ihr jetzt? Ja, natuurlijk feiern wir. Wir haben schon gefeiert im Auto, dann beim Finish. Wir haben hier, wenn alles zusammenkam, ins Hotel gefeiert. Mein Gefühl sagt, dass vielleicht noch ein kleines Glas Champagner auch noch folgen will heute. Ja, es gibt ein unglaubliches Boost an Energie. Man sieht es hier. Hè? Das ist doch schön im Sport, dass wie gesagt, wir fahren eine ganz gute Tour, aber dann auch noch gewinnen. Das ist super. Okay, dann viel Spaß heute Abend. Dankeschön.